Servus und willkommen zurück in der Bundesfilmanstalt zu einem brandneuen Video heute am Samstag. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und heute habe ich ein ziemlich großes Paket für euch, das wir natürlich zusammen auspacken werden und darin befindet sich ja jede Menge richtiger Schund. Und mit Schund meine ich den absoluten Bodensatz überhaupt, ja? Und das Paket habe ich bekommen vom lieben Dave vom Kanal Dave's Movie Place. Wer ihn noch nicht kennt, ich verlinke ihn euch unten in der Videobeschreibung. Klickt da gerne mal drauf. Super sympathischer Typ, super interessanter Kanal. Der Dialekt ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denn der Kollege kommt aus dem Osten der Republik. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Und ich habe mit ihm getauscht. Also ich habe ihm ein kleines Paket geschickt und er hat mir ein durchaus sehr gehaltvolles Paket zukommen lassen. Da dürfte einiges drin sein und zwar an großen Hardboxen. Wer Daves Kanal verfolgt, der wird vielleicht festgestellt haben, vor einiger Zeit hat er mal ein riesiges Paket Hardboxen bekommen. Mit allen möglichen, aus allen möglichen Genres und da war halt auch wirklich jede Menge. Also wirklich jede Menge Schund dabei. Und weil der Dave natürlich weiß, dass ich mich für derlei Köstlichkeiten durchaus natürlich begeistern kann, hat er gesagt, du schau mal, ich habe da schon ein bisschen was auf die Seite getan für dich. Ja, und er kennt natürlich meinen Geschmack. Das heißt, das hat er schon mal sehr, sehr gut getroffen und es war tatsächlich einiges dabei, was für mich und vielleicht auch hier für die Zuschauer auf dem Kanal sehr interessant sein dürfte, weil ich kenne ja meine Pappenheimer hier, ne? Weil ihr schaltet ja nicht ein, damit ihr da irgendwie Mediabook von, weiß ich nicht, Ghost Ship oder irgendwelche Repacks von, keine Ahnung, Shark Knight oder sonst irgendwas seht. Nein, ihr wollt spezielle Sachen sehen. Deswegen seid ihr da, deswegen bin ich da, deswegen sind wir alle zusammen da und deswegen schauen wir uns jetzt dieses hervorragende Paket. Das ist sehr groß und auch relativ schwer. Wir werden es uns jetzt einfach mal zu Gemüte führen und dann mal schauen, was da an Leckereien so für uns drin ist. Oder ich würde sagen, ja. Also wie gesagt, Dave ist unten verlinkt. Unbedingt reinschauen, unbedingt Abo dalassen und liken und ihr wisst Bescheid, das ist ein absolut dufter Typ, ja, der Dave. Ja, Grüße gehen natürlich raus an der Stelle. Vielen Dank für den Tausch. Freut mich sehr. Und jetzt machen wir mal das ganze Ding da mal auf, würde ich sagen, oder? Ich habe natürlich wieder mein Schweizer Messer da. Es ist ja original, gell? Also nicht, dass ihr denkt, ich habe da irgendwelche Sukina. Scheiße, ist ein echtes Schweizer Messer. Da machen wir das einfach mal auf. Ich fühle mich heute irgendwie so ein bisschen krank. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich doch nur jetzt Corona gekriegt am alten Flair. Jetzt so eine Woche später. Keine Ahnung. Irgendwie bin ich so ein bisschen, also nicht so, so ein bisschen den Hals so schleimig und ich sauf schon den ganzen Tag Tee heute. Ich muss eigentlich am Montag wieder in die Arbeit, weil der Urlaub ist dann auch schon wieder vorbei. Ich möchte jetzt eigentlich nicht unbedingt krank werden, aber das wird schon, ich werde es überleben, denke ich mal. Also von daher kriegen wir das schon hin. So, da haben wir natürlich jetzt erst einmal etwas Verpackungsmaterial. So, ja, ja. Und was haben wir noch? Einen Bacon Snack mit Schinkenspeck-Geschmack. Ja, also es ist nur mit Schinkenspeck-Geschmack. Ja, aber es sind nette Schweine vorne abgebildet, die da irgendwie tanzen. Ja, ich weiß nicht, ob die das in der Realität auch so toll finden, wenn die zu irgendwelchen Chips verarbeitet werden. Aber ich glaube, Schinken ist da jetzt nicht wirklich drin. Also das ist wahrscheinlich sogar für Veganer geeignet. Aber sehr gut. Kann man schön
nebenbei sich neirendern beim Filmschauen oder so, oder sowas. Das ist natürlich für meine Ranzen immer kritisch, aber ab und zu geht es schon mal. Vielen Dank. Und dann hat er noch einen Zettel rein. Hallo Matthias, viel Spaß mit dem Schweinskram. Da passen natürlich die Chips optimal dazu, ne? Ja, vielen lieben Dank. Ist natürlich sehr passend jetzt, ne? So, und dann schauen wir mal, was wir hier alles Nettes haben. Ihr werdet erstaunt sein. Und zwar haben wir da zum einen, so, jetzt muss ich mal schauen, wie wir das dann machen da. Ich mache mal da ein bisschen Platz. So, der erste Titel ist auf DVD hier, Erotic Kill von X-Rated. Erotic Kill, Lady Dracula 2 oder so. Ja, von wem ist jetzt der? Jess Franco natürlich, ne? Ach du meine Güte. Da hat der Morpho, der hat schon zu mir gesagt, du, der ist super. Der ist wirklich gut. Guck mal, man sieht natürlich hier schon wieder einiges am Start, ne? Ist klar. Ungekürzte Fassung. Als letzte ihres Geschlechts lebt Gräfin Irina von Karnstein seit Jahrhunderten auf der Sonneninsel Madeira, ihr armseliges Dasein eines Vampirs. Ja, ihr könnt's durchlesen. Es ist... Ja, das wird wahrscheinlich ziemlich crazy. Also, Erotike. Dann, was haben wir hier? Machen wir mal hier weiter. Was ist das denn hier? Okay. Dann haben wir die Oase der gefangenen Frauen. Ja, hier. Was steht hier drauf? Völlig unzensierte Fassung. Ja, das ist natürlich super. John O'Hara. Aha. Auf DVD ist es auch von, ich glaube, von X-Rated. Sehr reißerisches Cover. Das ist, also ihr seht schon, das ist natürlich, ihr könnt euch das natürlich auch mal durchlesen. Das ist natürlich absoluter Schund, Leute. Ne? Also ich meine, vor was sprechen wir hier? Das ist natürlich klar. Oase der gefangenen Frau. Auch von X-Rated. Ich weiß nicht, ob das alles X-Rated Sachen sind. Ach du meine Güte. Ja. Da kann ich euch die Rückseite nicht, da kann ich euch auf keinen Fall die Rückseite zeigen. Ich zeige euch nur mal von vorne. Vegetarierinnen zur Fleischeslust gezwungen. Part 2 von A.M. Bertucci. Schmutzig genommen und zu Kompost verarbeitet. Ja, also ich würde euch gerne, es sind auch noch Bonusfilme dabei. Nee, ich kann euch die Rückseite leider, das ist nicht möglich, es tut mir leid. Also, nein, in dem Fall leider nicht möglich, aber ja, auch von X-Rated im Übrigen. Die Vegetarierin, ne? Ja, also passt ja so ein bisschen zum Zeitgeist, nicht wahr? Dann haben wir hier Caligula, Imperator des Schreckens und Sexsklavin des Cäsar. Das sind zwei Filme auf einer DVD. Das verspricht ja schon mal wieder absolute Qualität. Übrigens, der hier hat nichts mit dem Caligula von Tinto Brass zu tun und wird auch wahrscheinlich viel schlechter sein. Ich schaue es gerade mal. Ah ja, da kann ich euch die Rückseite zeigen. Das geht. Das ist nicht so wild. Das passt schon. Das Video wird eh wieder ab 18, aber das macht ja nichts. Da könnt ihr euch das einmal durchlesen. Ich weiß ja nicht, von wem das jetzt der ist. Ich habe echt so keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung, aber es ist eine ganz nette Hardbox. Bei X-Rated, das ist halt immer so eine Sache, weil die oft dann batschen die da so wie da jetzt zum Beispiel. Das hätten wir halt weglassen können, weil dann wäre die Box halt schöner, aber das machen die leider oft bei X-Rated oder so. Das ist ein bisschen schade, aber warum nicht? Caligula, Double Feature, Imperator des Schreckens und sechs Sklaven des Cäsar. Hervorragend. Natürlich auch von X-Rated. Was haben wir hier noch? Ach du meine Güte, ja. Auch von X-Rated. Nein, ich glaube, die sind alle von X-Rated. Folterzug der geschändeten Frau. Das ist irgend so ein Nazi-Exploiter. Ja. Sowas geht immer. Ne? Das ist klar. Ja. Und hier, ich glaube, da gibt es mehrere Motive von. Ne? Ja, so Nazi-Sexploitation, na, vom Feinsten. Also ich sag ja, es ist hier wirklich nur der absolute Bodensatz an Filmen ist hier wirklich mit dabei. Also was soll man da sagen? Großartig. Folterzug der geschändeten Frauen. Dann haben wir, oh Gott, was ist das ja noch? Noch mehr, noch mehr. Ach du meine Güte, was hat er da? Eieieiei, naja. Was haben wir denn hier? Oh ja, hervorragend. The X-Rated Nunploitation Series. Nunsploitation ist natürlich auch immer gut. Ne? Die Nonne von Monza. Ne? Haben wir hier mit dabei. In der ungeschnittenen Fassung. Das sind natürlich alles DVDs hier. Ne? Das ist mir wurscht. Ne? Ja, Sex und Gewalt hinter Klostermauern, ungeschnittene Fassung. Ne, Nunploitation. Da geht einfach was, ne? Super Sache. Der Dave weiß halt einfach, was mich interessiert. Es ist so. Ja, es ist so. Und hier ist sogar noch einer aus dieser Nunsploitation-Serie, die Nummer 3, nämlich hier Flavia Leidensweg einer Nonne, Doppel-DVD. Sehr vielversprechend, oder? Ein bisschen näher ran hier, so ihr sehen könnt und lesen könnt, worum es geht in diesen qualitativ hochwertigen Filmen, ja, die einfach nur ja, ihresgleichen suchen. Was soll man da sagen? Noch Flavia, Leidensweg einer Nonne. Und jetzt hat er mir noch zwei Reihen. Das wusste ich gar nicht, dass er mir die rein tut. Ja, jetzt wird's halt auch richtig hart, ne? Jetzt einfach mal hier Joey D'Amato, ne? Joey D'Amato, zwei Stück hier noch mit rein. Und zwar einmal Orgasmonero mit Eastman George. Ja, super. Kennt ihr den Eastman George? Super. Absolut empfehlenswert, super Schauspieler. Orgasmonero. Schwarze Haut auf weißem Sand. Sehr nettes Covermotiv hier aus der Joey D'Amato-Serie. Na, da oben ist er ja auch abgebildet, der Menschenfresser. Ne? Schrottfilm. Der Anthropophagus. Das ist ein Schrottfilm, kann ich euch sagen. Orgasmonero 3 ist das schon, oder was hier? Ach du meine Güte. Naja. Oh Gott. Nee, nein, zeige ich nicht. Kann ich euch hinten. Tut mir leid. Ich kann es. Ja, warte mal. Damit ihr das irgendwie durchlesen könnt, ich mache das jetzt einmal so, weil dann könnt ihr es irgendwie wenigstens nur ein bisschen vielleicht durchlesen. Ja, so. Na, weil ich hab bloß keine Lust, dass ich mal einen Strike einfangen darf. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Deswegen, ja, da tut es mir leid. Ich meine, ich bin schon immer recht zeigefreudig da auf meinem Kanal, aber übertreiben muss man halt auch nicht. Ihr wisst Bescheid, ja.
Also, von Joey D'Amato, Orgasmo Nero 3. Und dann habe ich noch, oh, den habe ich jetzt schon so lang auf meiner Suchliste quasi, muss ich sagen. Den wollte ich nämlich schon lange mal sehen. Und zwar ist das Papaya, die Liebesgöttin der Kannibalen. Kann man das zeigen? Schau mal hinten. Ja, das geht. Na, auch aus der Joey D'Amato Serie. Die hat er wahrscheinlich, die Hardbox, weil die schaut halt schon so aus, wie wenn da 5 LKWs drüber gefahren werden. Oder 5 Russenpanzer, oder weiß ich nicht. Keine Ahnung, die wird da irgendwo aus dem letzten Eck von seinem Regal rausgezogen haben oder so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kann ich mir jetzt diesen äußerst großartigen Film anschauen. Und ja, was wollen wir da mehr? Na, auf einer Karibikinsel spielt das. Das ist doch super. Also, absolute Knaller. Deutsche ungekürzte Fassung. Na, die Liebesgöttin der Kannibalen. Die liebe Papaya. Ja, wie schaut noch der Spine aus? Sag mal, wie trotzdem hat den da zusammengenudelt? Das ist der da war richtig zusammengenudelt. Meine Herren, da hat er sich gedacht, ja, weißt du was, die schmeißen wir da gleich einmal dem Matthias mit in die Box rein. Ja, einwandfrei. Super. Gefällt mir. Ja, die hat, da sieht man erst, da ist 100 Pro was. da mit drüber gefahren bin. Und die hat auch irgendwer mal so richtig krass aufgemädelt. Keine Ahnung. Die ist halt Schrott. Ne? Aber das ja, geht noch. Also Hauptsache sie läuft, weil dann kann ich mir den nämlich einmal anschauen. Also Papaya, die Liebesgöttin der Kannibalen aus der Joey D'Amato Serie. Jetzt schauen wir mal nochmal, was haben wir jetzt da alles bekommen. Also Orgasmo Nero 3, die Papaya, Flavia, Leidensweg einer Nonne, die Nonne von Monza, Folterzug der geschändeten Frauen, Caligula, Imperator des Schreckens und Sexsklavin des Cäsar, die Vegetarierinnen, zu Fleischeslust gezwungen, Part 2. Oase der gefangenen Frauen. Und Erotikill bzw. Lady Dracula. In Hardboxen. Wunderbar, schönen großen Hardboxen. Die sind alle in Top-Zustand, bis auf die eine, bis auf die Papaya, die er da irgendwo hinterm Sofa rausgezogen hat. Aber der Rest hier, alles X-Rated, ja. Ist in Top-Zustand, gibt's gar nichts. Und weil ich jetzt tatsächlich so ein bisschen ja, angefixt bin mit den Hardboxen, ja, ich meine, ich werde jetzt nicht riesig anfangen, Hardboxen zu sammeln, aber immer so ein bisschen was zwischendrin. Und wenn es nette, schöne Hardboxen gibt und vor allem so aus diesem Schundbereich, das ist doch einfach großartig, oder? Genau. Mein lieber Dave, vielen herzlichen Dank für das Paket. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich vor allem auf die Sichtungen. Das wird der absolute Knaller. Meine Güte. Da müsste ich ja fast mal ein Special machen oder so. Mit diesem ganzen, wirklich, mit diesem ganzen Schund hier. Es ist einfach super. Und dann sind wir durch mit dem Video. Ach ja, und da war noch was. Aber ich glaube, Dave hat sich jetzt fest vorgenommen, Tremors endlich mal anzuschauen. Weil wenn nicht, das war's mit dem Video. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen. Kennt ihr vielleicht den einen oder anderen Film davon? Sammelt ihr auch Hardboxen? Wie steht ihr zum Thema absoluten Schund? Ist das genau euer Ding? Da sagt ihr, meine Güte, sowas schaue ich mir doch nicht an. Ich kaufe mir lieber das Mediabook von Ghost Ship oder sowas. Keine Ahnung, kann ja sein. Ist ja immer Geschmackssache, ja, nicht wahr? Genau, eure Meinung in die Kommentare. Daumen hoch oder Daumen runter. Je nachdem, wie euch das Video gefallen hat. Hier
verlinke ich euch noch ein bisschen was zum Anschauen. Da dürft ihr gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren Samstag. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und Servus.